Hallo, ich bin der Arzt, schaut heute mit einem neuen Video zusammen. Willkommen zurück zu Forza Horizon 5, Leute. Heute gibt es endlich das Video, worauf ich schon lange gewartet habe, Leute. Und zwar, wir werden mal kurz wohin fahren. Und ich will euch da mal was zeigen, wer da auf uns wartet, Leute. Und zwar, ihr wolltet unbedingt, dass wir ein Duell machen gegen den einzig wahren King Crymax, Leute, da ist er. Hallo! Oh mein Gott, Bro! Ey, wer quatscht mich hier voll, Junge? Digga, wie geil ist das, dass wir hier beide mit dem Lambo sind? Voll nice, Alter! Voll geil! Und wir werden heute ein richtig geiles Duell gegeneinander machen. Und Max hat Lenkrad, ich hab Lenkrad. Und wer ist er hier? Ey, das ist so geil, Leute, dass man sich hier einfach mit unseren Lambos treffen kann. Ey, du Schmalspur, geh mal weg hier. Ja, der Schmalspur soll mal weggehen hier. Ich weiß auch nicht, was der hier will. Wir machen hier kein Schmalspur-Treffen. Ey, da soll ich mal ein anderes Auto auswählen hier. Richtig peinlich. Jedenfalls, Leute, wir werden jetzt, ihr wisst ja, ich hatte schon einige Autos gehabt, iCrymax hatte schon einige Autos gehabt und wir werden das jetzt so machen. Wir werden ein Auto uns aus Forza raussuchen, was wir in Real Life hatten, werden dieses Auto auftunen und werden dann in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Die einzigsten Autos, die nicht erlaubt sind, sind halt die Lambos, weil es wäre ein bisschen unfair, Leute. Wir hätten ja beide das gleiche Auto. Deswegen alle Autos, Max, die du bisher hattest, da kannst du dir jetzt eins, du musst es noch nicht sagen, ja, das will ich nachher dann sehen. Du kannst dir eins aussuchen, aber du musst das Auto auch länger als ein halbes Jahr gefahren sein. Also nicht mal so Probefahrt in den, keine Ahnung, was für ein Auto, ne? Das ist ja nichts. Schon so, was man richtig hatte. So. Also schon eins, genau, was du selbst mal eine Zeit lang gefahren hast. Und da werden wir dann heute das Duell machen in verschiedenen Disziplinen, Bro. Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal woanders hinfahren. Ja, ich werde jetzt woanders hinfahren. Hey, Alter! Ich werde jetzt woanders hinfahren und dann werde ich mein Auto anfangen zu tunen. Aber ich werde dir noch nicht sagen, ich bin ja schon einige Autos gefahren, Leute, welches Auto ich nehme. So, Leute, ich würde sagen, ich werde mich jetzt muten und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Eigentlich dumm, Leute, weil ich muss ja eigentlich wieder zurück zum Festival. Und zwar, weil ich muss ja ein anderes Auto wechseln. Leute, ich habe ja schon, ich bin schon sehr, sehr viele Autos gefahren. Wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken mal, welches Auto wie auswählt. Ich bin AMG GTR gefahren, Leute. Ich bin, aktuell fahre ich ja den GT63 und das ist auch mein absolut Favorite Auto. Wir müssen jetzt erstmal zu Mercedes gehen, weil ich habe nur Mercedes gefahren. Ihr wisst ja, Leute, ich liebe Mercedes. So, wo ist Mercedes, Mercedes, Mercedes? Ich hatte G-Klasse, alles, Freunde. Lamborghini zählt nicht, weil sonst wäre es meiner Meinung nach ein bisschen zu langweilig. So, Leute, hier ist Mercedes-Benz und dann gucken wir mal durch, was ich schon alles gefahren habe. Also, GT4-Türer fahre ich aktuell. GTR bin ich gefahren, fand ich, ja, okay, hat mir aber nicht so gefallen. C63 Coupé bin ich gefahren. E63 bin ich mal mitgefahren. G63 bin ich gefahren, kein G65. Hatte ich ja auch mal ein Jahr lang gehabt, habe ich aber dann verkauft das Auto wieder. Also ein G65 könnte man nehmen. Und die anderen Autos, die hier sind, bin ich noch nicht gefahren, Leute. Und deswegen, Max ist ja Range Rover und alles. Der hat ja auch schon viele Autos gehabt. Ich würde sagen, Leute, AMG GTR oder GT4-Türer. Aber Leute, ich liebe den GT4-Türer. Er ist vielleicht nicht ganz so schnell wie der GTR. Aber er hat Allrad und ich glaube, mit Lenkrad und so komme ich da besser mit. Klar, deswegen, Leute, wir werden uns unseren GT4-Türer jetzt mal ein bisschen auftunen. Ich habe ja das Auto schon, Leute, das habe ich aus Wheel Spins gezogen. Ach so, wartet mal, Leute, ich muss hier noch was sagen, weil das Auto soll auch so aussehen wie sein Auto in Real Life. Deswegen soll das auch so tunen. Tuning kannst du aber selber anpassen, aber halt, wenn halt Spoiler und so und in Real Life nicht war, dann kannst du doch keinen Spoiler ranmachen, ne? Leute, hier haben wir ihn endlich, meinen GT4-Türer. Wir gucken mal kurz rein. Ey, der sieht von innen einfach genauso aus wie in Real Life. Ich liebe dieses Auto, Freunde, weil das einfach das perfekte Allrounder-Auto ist und das ist auch extrem schnell, Leute. Der hat ja eine Beschleunigung von 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Also der geht schon auch übelst ab. Ich habe auch den Spoiler hinten dran und ich habe aber eine andere Farbe, Leute. Ihr wisst ja, ich habe weiß und ich habe andere Felgen drauf. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir das Auto jetzt erstmal ein bisschen tunen. So, jetzt sind wir hier drinnen, Leute. Fuhrpark, Upgrades und Tuning und ich überlege gerade, ob ich Automat... Nee. Wir kümmern uns erstmal Design, Leute. Ich habe Diamant-Weiß, das ist meine Farbe, die ich habe. Da müssen wir jetzt hier nicht hier so viel auswählen. Boom. Das ist eigentlich genau 1:1 die Farbe, die ich habe. Sieht doch nice aus, Leute. Boah. So, Felgen müssen wir noch ändern, weil ich habe ja, Leute, ich habe ja diese Oldschool-Felgen. Feiern viele von euch nicht, aber ich finde die unnormal geil. So, wir speichern das jetzt erstmal so. Dann werden wir jetzt bei Upgrade und Tuning reingehen. Dann werden wir mal hier, glaube ich, individuelles Tuning müssen wir da machen. Das werde ich immer die Felgen anpassen. Boah, das müssen... Ja, Mann! Also, das sind eigentlich die von einem Brabus, glaube ich. Aber meine sehen halt ähnlich aus. Die wären auf jeden Fall schon mal relativ nah da dran, ne? Boah, das wäre auch nah dran, Leute. Ich habe ja so eine Chrom-Dinger. Ja, die Gewicht 18 Kilo natürlich nochmal. Ich gucke nochmal hier bei den Felgenausführungen, ob da vielleicht was drin ist, was auch ähnlich aussehen könnte. Ich glaube, Leute, das passt schon ganz gut so. Ja, ja, doch. Es passt sehr gut, würde ich sagen. Ja, ich habe so eine Sportreifenmischung drauf. Also ich glaube, die passt am besten. Deswegen würde ich die auch einfach mal raushauen.
Und ich habe auch ein bisschen, Leute, Tieferlegung. Also, weil im Sport-Plus-Modus, Leute, ist ja das Auto so ein bisschen tiefer gelegt. Und das will ich hier auch machen. Beziehungsweise im Racing-Modus, da ist ja so Luftfahrwerk drin. Und dadurch fährt er sich auch ein bisschen runter. Und das würde ich jetzt hier einfach kaufen, Leute. Guck mal, wie cool das aussieht. Sieht jetzt auch viel, viel besser aus, das Auto. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht drin, Leute. Also, das ist ja auch alles Serie, muss man auch sagen. Und nothing special eigentlich. Deswegen, Keramikbremsen haben wir drauf. Das sehe ich, das habe ich auch im Real Life drauf. Und ich würde sagen, Leute, das Auto ist eigentlich, Kennzeichen können wir jetzt natürlich nicht ganz, aber Auto ist fertig, gefällt mir sehr gut. Weiß nicht, ob wir jetzt hier noch vielleicht, ich glaube, Dings kann man nicht auswählen, so getönte Scheiben und so, das kann man hier nicht in Forza machen, oder? Aber ich bin zufrieden, Leute. Boah, der Sound ist natürlich in Forza ein bisschen geiler, muss ich schon sagen. Nee, ich bin zufrieden, Leute. Wir lassen das Auto so. Ich will da jetzt auch nicht zu unfair noch mehr tunen. Boah, Leute, genau so habe ich meinen GT63S, Leute. Sag ehrlich, wie feiert ihr den? Das ist schon geil, oder? Boah, einfach ein schöner Wagen. Ich bin gespannt, was Max sich für ein Auto ausgesucht hat, Leute. Ich bin wirklich jetzt mal... Oh, da hinten fährt er schon rum, So, Max. Ja, ich bin ready. Oha, was? Nein. Nein. Ah, naja, gut. Ich lass sie mal gelten, weil du das ja schon bestellt hast. Leute. Ja, ja. Einfach Max seinen neuen Bentley. Wie geil ist das denn bitte? Ich habe einfach schon wieder das System ausgetrippelt. Ja. Aber gut. Ich muss, oder was heißt ausgetrippelt? Ich sag dir ehrlich, es war schwierig, weil irgendwie die meisten Autos, die ich bis jetzt hatte, gab es hier nicht. Bro, es weil du einfach so Schmalspurkarren hattest. So ein Ding ist das. Bro, es gibt hier kein S63. Wo ist das eine Schmalspurkarre? Kostet Viertel Doch, Minute, ich glaube, S63 gibt's, Digga. Nein, also, ich hab den auch nur aus Resprints, glaube ich. Ich hab mal S63. War nicht im Shop. Aber schönes Auto und ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt in der ersten Disziplin gucken, wer besser ist. Und zwar, ich hoffe, du hast auch nur das getunt, was das Auto hat, ne? Ja, ja. Also, ich habe extra. Wobei, ja, ich muss sagen, bei dem. Also, ich habe so ein Tuning-Paket genommen, wo der Heckspoiler weg war, weil der war irgendwie standardmäßig drauf, weil ich habe halt keinen Heckspoiler. Dafür ist aber hier unten so eine fette Unterlippe. Ja, hast du aber halt auch Performance so getunt, groß krass? Nee. Ja, gut, okay, will ich hoffen, Digga, weil dann komm mal hier, wir machen jetzt hier ein kleines Rennen und zwar ein Beschleunigungsrennen. Wir gucken jetzt, welches Auto schneller ist. Ey, Leute, ich freue mich schon. Wann kriegst du jetzt den Bentley, sag mal? Spätestens April, hat er gesagt. Okay, April, Leute. Gut, Max, dann ziehen wir jetzt runter. 3, 2, 1, go! Oh... Bro, let's go! Bro, was? Du brauchst ja nicht erzählen, dass der Bentley schneller ist als mein GT4-Türer. Let's go! Boah, Leute, also ich wurde mit 295 geblitzt. Ey, der geht ja übelst ab, der geht der Dings hier, dein Bentley. Also ich war auch gerade überrascht, der ist schon wild. Bro, naja, gut. Das ist dieser Continental Speed, da gibt es ja diese Speed-Version von Bentley, die sind richtig krass. Ja, ich glaube, Leute, ich gebe mein Auto nochmal ein kleines Motortuning, Digga, weil sonst wird es nämlich unfair. Was hat denn deiner für eine Wertung eigentlich? 930. Oh, 930, Leute. Ja, gut, okay. Da sage ich hart auf hart. Da kann ich mit meinem Auto einmal richtig fett auftunen. Weil das ist natürlich dementsprechend schon ein bisschen unfair, weil er natürlich eine krassere Autowertung hat, Leute. Aber das beheben wir mal, dass wir ungefähr gleich haben. Und zwar 930 hast du, ne? So, ich hole mir jetzt hier auch, Leute, dass wir ungefähr die gleiche Wertung haben mit 935. So, Leute, jetzt ist mein Auto auf jeden Fall ähnlich, denke ich mal, aufgetunt wie Max seiner. S2 zumindest. Und jetzt würde ich mal sagen, Max, lass uns mal noch mal ein kleines Beschleunigungsrennen machen, okay? Ja, gerne. Kein Problem. Der kostet halt 200. Also ja, der ist auch im Einkauf. Wow, Leute, guck mal, was jetzt für Felgen drauf sind. Das sind jetzt hier auch noch Felgen und so drauf. Aber ist egal, wir wollen ja hier auch das ein bisschen gleichberechtigt, weil wir machen ja gleich noch ein Rennen, Leute. Da muss das ja auch ein bisschen Gleichberechtigung wie es sein. Ja, weil stimmt. Beim Rennen bei Forza kommt es auch viel aufs fahrische Können an. Also ich sage auch ehrlich, ich denke nicht, dass ich hier beim normalen Rennen was reißen werde. Rainer sieht jetzt schon gefährlich aus, das sieht man doch direkt da. Ja, das sieht direkt schneller aus. Okay, bist du ready? Weißt du was, lass einfach so machen, wir achten auf die Blitzer-Ding, was da angezeigt wird. Ja, okay, wer schneller durch die Blitzer fährt, Leute. Okay, 3, 2, 1, go! Na, Max? Ja, okay, ich komm nicht hinterher. Jetzt kommt Max nicht mehr hinterher, Leute. Was ist das denn? Ich komm nicht hinterher. Ich bin jetzt bei 3,30 war das jetzt. Ich war bei 303 nur. So, Leute, ich gehe jetzt hier auf S2 904 runter. Und dann haben wir ungefähr eigentlich ein gleich schnelles Auto. Du hast auch 930, hast du, ne? 39, ja. Jetzt kommt es natürlich auch drauf an, wie das fahrerische Können ist, Max. Bist du bereit? Stell dich mal hier hin. So, Freunde, wir werden jetzt nämlich ein kleines Rennen fahren. Drehen jetzt nochmal, Leute. Wir haben jetzt unsere Strecke festgemacht. Und dahin wird es jetzt ein Rennen geben. Gegen iCrimex. Achso, wir fahren zu der Rennstrecke. Ja, wir fahren zu der Rennstrecke das Rennen. Das sind 7,6 Kilometer. Und natürlich, man darf nur Straße benutzen, ne?
Ja, ja, klar. Also logischerweise, ja. So, bist du bereit oder was? Ja, ich bin bereit. Okay, Digga, ich hab dann. Angst. 3, 2, 1, go! Oh shit, Leute, das ist so ein bisschen zu spät losgefahren, aber kein Problem. Max ist mit seinem Bentley vor uns, Leute. Wer wird der bessere Autofahrer sein? Ich bin gespannt. Hier kommt direkt die erste Kurve. Ja, das kommt natürlich auch drauf an. Ja, hier Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro! Du bist Digga, ja übelst schlecht. Direkt aus. So. Nein. Ist der Heckantrieb oder ist der Allrad? Ich weiß es nicht, Bro. Digga, du bist ja absolut schlecht. Ja, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier ein bisschen auf Rentnerbasis. Ich fahre jetzt hier schön langsam. Oh, irgendwas stimmt, glaube ich, auch mit meinem Lenkrad hier nicht. Ne? Das ist hier. Bro, du musst doch mit Gefühl fahren. Ich fahre hier mit 200 über die Dings hier. Wo bist du denn, Max? Kommst du überhaupt noch? Ich komm doch jetzt hier an, Junge. Oh, Leute, hier einmal durch die Pfütze durch. So, guck mal, lass mal hier ein bisschen rankommen. Oh, ey, Bro, Digga. Was machst du denn da? Mein Wagen bricht die ganze Zeit aus, ja, Mann. Ja, Bro, da hast du den Scheiße getuned oder was weiß ich. Bro, ich fahre normal, da war ja nicht mal eine Kurve gerade. Ja, du wirst, der wird Heckantrieb sein. Oh, okay, fahr weiter. Leute, ich mach doch hier ein bisschen Spaß mit Max, Junge. Was juckt mich da? Guck mal, wir fahren jetzt mal. Ey, du bist der schlechteste Autofahrer, den ich kenne, hä? Es ist gerade Strecke, auf einmal, ich merke mein Lenkrad reißt komplett rum. Ich hab euch doch gesagt, GT4-Türer, Leute. Einfach geisteskrankes Auto. Guck mal, hier, wie er fährt. Ja, Bentley wird wieder abbestellt, so ein Ding ist das. Bentley, Junge, Schmutz, hol lieber einen fetten Benzer. Okay, Leute, jetzt gibt da ein bisschen Gummi hier. Oh, aus dem Weg, Alter! Ich kann gar nicht so schnell fahren, der ist jetzt schon mein Lenkrad zum Rumruckeln. Oh! Guck mal wieder! Oh mein Gott, Leute! Der Max ist gerade aus der Sitzung geflogen, also das hier wegen Forza Online, das hat hier noch Probleme. Guck mal, Leute, wir müssen hier wieder auf Max warten, Alter, weil er gar nichts gebacken bekommt. Ist schon. Guck mal, ist schon nicht einfach, Digga, sag ich dir ehrlich. Bro, drückst du überhaupt noch Vollgas? Das ist voll einfach. Bro, allein, dass du so, Hä? Bro, Alter, geh. Leute, so eine Menschen haben einen Führerschein. Checkt ihr, was ich meine? Bro, das kann doch nicht. Das ist ja wie in Real Life. Hä? Bro, du kannst ja gar nichts. Sag mal, fährst du auch so wirklich mit deinem Lambo und so? Nein, Bro. Mein Lambo ist nicht, damit bin ich nicht in den Kram gefahren. Ey, Leute, also das ist ja absolut cringe, was du machst da. Das ist. Und du willst Bentley fahren? Ist das dein Ernst oder was? Bro, weil ich weiß, warum ich ein Bentley bestellt habe, weil ich einfach Rentner bin, Digga. Ja, aber ich will gar nicht so schnell fahren. Ich will nur so 30 km/h fahren, Digga. Ja, jetzt gehen wir da wieder aus der Kurve fliegen, Leute. 5 Euro. Bro, du kannst ja gar nicht fahren. Bro, lass uns mal bitte so ein bisschen schön in Kolonne fahren. Nee, Bro, das ist ein Rennen. Scheiße, zum Glück haben wir nicht um Geld gespielt, ey. Ey, okay. Ich würde sagen, Bro, lass jetzt mal ins Ziel fahren. Wir werden jetzt nochmal mit unseren Lambus ein Rennen fahren, okay? Guck mal, wir sind jetzt hier beim Festival angekommen, Bro. Und jetzt haben wir. Das ist doch nicht normal. Ja, Bro, ich glaub, wenn der Heckantrieb hat, dann ist eh verloren bei dem Auto, ne? Heckantrieb ist übelst schwer zu fahren in Forza. Ja, komm, warum fährst du denn nicht? Digga, ich. Das Rennen läuft noch ein Kilometer. Bro, wo bist du denn? Willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Bro, Leute, ich werd ihn trotzdem noch einholen. Ich werde ihn trotzdem noch einholen. Passt auf. Ja, weil ich schon wieder mich gedreht hab, Digga. Ja, weil du mit Gefühl fahren musst, Bro. Bro, ich. Ey, das Einzige, was du fahren kannst. Guck mal, Leute, da ist er. Du bist ja absolut schlecht. Lösch dich hier. Weg mit dir! Ey! So, boom, hier, Leute. Vollgas jetzt! Was ist los, Max? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, ey. Oh, da kommt der Leute, die Vollgas geben! Oh! Ja, ich brech wieder aus. Boom! Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ja, Leute, Max ist einfach wirklich enttäuschend. Also, ihr seht, ich bin mal gespannt, ob er mit Lambo ein bisschen besser fahren kann. Aber ich bin auch der Meister in Forza, Leute. Ihr wisst auch, mit Lenkrad macht mir nicht so einer schnell was vor. So, Leute, jetzt geht's das Rennen in die zweite Runde. Das ist der. Ja, okay, das ist der Lambo. Ich glaube, du hast den sogar getuned. Ich habe ihn nicht mal getuned, aber ich ziehe dich trotzdem ab. Okay, Bro. Ab geht's. 3, 2, 1, go. Ja, Leute, Max hat seinen getuned, aber das juckt nicht. Wir sind jetzt hier vielleicht ein bisschen langsamer. Das kommt ja, Leute, ihr wisst, das kommt ja auf fahrerische Können bei Forza an. Ja, ist aber wirklich so. Er soll ruhig vorfahren. Es juckt mich nicht, Leute. Es juckt mich nicht, auch wenn er das schnellere Auto hat. Ja, eben hat er auch vielleicht das schnellere Auto gehabt. Oh, aber mit Lambo ist das schon ein bisschen besser. Aber gut, der fährt sich ja auch ein bisschen Dings, muss also man Lambo ja sagen. Lambo ist schon wirklich, ist besser damit, das stimmt. Ja, ich finde auch krass, muss man sagen, Leute. Die Forza-Autos, wie krass die sich unterscheiden. Aber guck dir das an. Max, ich bin direkt hinter dir, ne? Ja. Bro, das Ding ist, du kannst ja eh nicht Fullspeed hier fahren mit den Kurven und so, dann brichst du ja wieder aus, weißt du? Ja, aber du hast halt auf geraden Strecken eh schon ein bisschen mehr Beschleunigung und so, ne? Das merkt man schon. Aber ich warte nur, Leute, bis Max den ersten Fehler macht. Ich sehe doch schon, der wird sich gleich da im Sand ein bisschen drehen. Aber, oh, wenigstens fährst du jetzt ein bisschen besser. Das ist ja schon mal, deswegen, also ich sag dir, Bentley abbestellt. Abbestellt, Digga, ja, bestell dich lieber ab, Leute. So, Max, wann willst du denn ausbrechen? Hast du schon mal vor...
Digga, ich bin erfahrener Lambo-Fahrer. Ja, erfahrener. Ich muss auch sagen, Freunde, mit meinem Lambo, ich bin noch nie oder ich habe noch nie das Gefühl gehabt, als würde ich die Kontrolle verlieren. Weil der Lambo der, also, wirklich so gut fährt sich. Ich sag auch wirklich rein von dem Auto her, war Lambo das beste Auto, was ich bisher hatte. Ja, performance-technisch glaube ich echt auf jeden Fall, Alter. Also wenn die Reifen warm sind, dann kriegt man das eigentlich gefühlt nicht hin. Bro, du kannst damit wirklich keinen Unfall bauen. Ja, okay, Leute, jetzt auf einmal, Max wird ganz schön... Fahrfehler. Fahrfehler auch. So, ja, die Kurven sind hier schon nicht ohne, denn auch der Gegenverkehr hier. Ne? Das Problem ist, wenn man so Forza zockt, in echt wird man ja niemals mit 200 in eine Kurve reinbrettern, weißt du? Aber hier so in Forza, da bist du so auf 200, denkst du, easy, und dann fährst du in die Kurve rein. Ja, Bro, mit dem Testo fahre ich hier 400 in die Kurven. Ja, Leute, ich habe einige Probleme, gerade hinterher zu kommen. Aber wir warten, Max wird wahrscheinlich gleich vielleicht einen Fehler machen oder so. Ja, Stani, große Töne spucken, ja, was ist denn los jetzt hier? Ja, Bro, dein Auto ist auch full getuned, wahrscheinlich für 200.000 Credits oder so. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin kaum am Beschleunigen hier. Ich fahre die ganze Zeit nur 200. Du fährst nur 200, genau, ich fahre 300, Bro. Bro, Max, jetzt bist du doch nicht mehr so große Klappe, jetzt bin ich nämlich direkt hinter dir. Das Ding ist, da hat man nämlich gesehen, es lag einfach an dem Bentley, Digga. Ja, du fährst bald Bentley. Okay, Leute, Max ist gerade kurz aus der Lobby wieder geflogen, aber das ist, wie gesagt, ein Fehler von Forza. Wir fahren jetzt das Rennen einfach weiter, der wird gleich wieder vor uns erscheinen. Leute, wir gehen jetzt nochmal zum Forza, ich türe uns mein Lambo auch nochmal vorlaufen, dann machen wir wirklich das ultimative Rennen zum Schluss, wer der bessere Fahrer ist. So, Upgrades, Tuning, Leute, Tuning-Einstellungen. Ja, Leute, guck mal, er wird den auf 999 hochgetuned haben. Das ist natürlich, Bro, das ist natürlich andere Liga, wisst ihr, was ich meine? Boom, ich habe jetzt meinen auch hochgetuned, 130.000 Credits nochmal fürs Hochtunen ausgeben. Und dann werden wir das gleich mal nochmal entscheiden hier. So, Leute, oh mein Gott, ich merke jetzt, wie schnell der Lambo ist. Okay, Max, komm. Die restlichen 5,9 Kilometer, wer jetzt besser ist, der hat es für sich entschieden, okay? Okay, also nochmal zum gleichen Ding. Nee, fahr hier, genau, zum gleichen Ding, wo wir gerade sind. Ey, hau mal ab hier, Schmalspur, mit deinem Ding hier. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, Bro, ich komm. Fahr vor. Okay, Leute, jetzt geht's. Ja, guck mal. Große Töne, die er hier spuckt. Ja, jetzt auf einmal haut er nicht mehr so einfach ab, Leute. Guckt euch das mal an, hier. Aha. So, auf Wiedersehen, Max. Oha, ey, was war denn das, Junge? Warum rammst du mich denn so? Du hast mich gerammt, Junge. Aha. Leute. Ich bin rückwärts gefahren, hab dich gerammt. Wir sind auf jeden Fall gleich schnell. Also, das merkt man jetzt, ne? Ich bin natürlich auch cool, das ist hier zusammen in Forza rumzufahren. Ja, aber das ist auch nochmal geil. Das ist schon echt nice, Bro, sag ich dir. So, Leute, jetzt sogar keinen Fahrfehler machen. Jetzt scheiß mal auf Rennen, das macht schon so, auf Bruderbasis macht das schon Bock. Das macht schon echt Bock, Leute. So, jetzt hol ich ihn mir. Er ist gut disconnected. Wir haben ihn. Nein, Bro, ich zieh mit 350 hier gerade. Bro, du bist. Nein, ich hab auch noch okay, beide Fahrfehler gemacht, Leute, da ist er! Du. Hau rein, Alter! Nein! Oh, dicke Kurve hier. Nee, das ist gar keine Kurve, Leute. Oh! Da waren wir einfach zu schnell, da waren wir zu greedy gerade. Ah, zu greedy. Hier nochmal schön auf der Bremse gehen, Leute, hier nochmal schön rum. Ja, okay, das war's, Leute. Das hier, guck mal, wie clean ich das jetzt hier fahre. Locker, flockig hier, boom, die Kurven nehme ich richtig gut mit. Da kann Max leider nicht mehr viel machen. Tja, Max. Statement. Ja, ich würde sagen, Bro. Naja, wir sind gleich lieb, würde ich sagen. Hast du gut gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wir nehmen jetzt für Max auch noch ein Video auf. Checkt Max mal ab, Leute. Link in der Beschreibung. Das war's gewesen. Tschö, bitte.